Hallo und herzlich willkommen zurück bei Metroid Prime, meine lieben Freunde. Apid Eye Data und Typ. Und ich bin der Ecosa, wir spielen immer noch Metroid Prime. Yay! Okay. Wolltest du gerade Typ sagen? Ich habe nichts wirklich mitbekommen. Ich habe Typ gesagt, ja. Achso, ich habe es nicht mitbekommen. Okay. Hey, diese Tür sieht seltsam aus. Sag hallo, Tür. Hallo. Au, das hat weh. Die Tür ging gerade nicht auf, warte mal. Wo ich dagegen geschossen habe. Geh mal wieder zu. Hä? Ich habe von hier aus dagegen geschossen? Die ging nicht auf. Okay, diesmal schon. Hat sich wahrgenommen. Oh, ich wurde getroffen. Ah, die Stelle. Ach nee, hier kommen wieder die Geister. Oh ja, ja, hier kommen sie ständig. Das ist das Nervige. Viele? Drei wieder, gell? Ich weiß nicht, ob es drei sind, aber den Raum werden wir auf jeden Fall noch öfters besuchen. Zum Kotzen. Obwohl, eigentlich zwar nicht so. Zwei Supermetzels, ne? Warst du? Es war nur einer. Da muss ich jetzt meinen Ball reinpflanzen. Die Pforte ist geöffnet. Türen wurden entriegelt. Ja. Eisbeam. Eisbeam. Wir sind umzingelt von Eisbeam-Türen. Was bekommen wir hier? Es gibt keinen Entkommen mehr. Hallo. So. Kurbel dich mal ein. Mann, den Ball habe ich perfekt gelegt, oder? Ja. Ich denke mal, da hast du nicht so viel. Ah, huiuiui. Alle Neune! Oder so. Patrick, geht's dir besser? Nee, das war der hat Bowling gespielt. Okay. So. Ja, jetzt kommt das. Was soll ich jetzt tun? Da hingehen. Ja, es sind noch drei verschiedene Farben. Und drei verschiedene Beams. Und eine kannst du erfüllen. Eine, ja. Sag mal. Weiß nicht, ob das der Weg ist. Doch, bestimmt. Es muss dieser Weg sein. Ich sehe keinen anderen. So, hier an der Seite ist doch auch ein das, Weg. Das da? Ich glaube, ja. Geh doch mal dahin. Guck doch mal dahin, Mann. Wohin? Hier. Dahin. Hier hoch. Jawohl. Sag ich doch. Sag ich doch, der Weg. Okay, die hier können wir aufmachen, gell? genau die. Zwinker. Ja. Vertrauen mir. Und jetzt? Wünsche ich mir. Ah, guck mal. Jetzt hast du eine Gewalt, die geborgen. Dein Ernst? Ein neuer Weg hat sich eröffnet. Ach was. Ja, zieh mal ordentlich durch, dann siehst du. Ey, du musst wieder in den Typen rein. Ach so, der googelt mich da rein. Okay. Skiller. Easy. Oh, hoffentlich schaffe ich alle Kegels. Okay. Hat bestimmt funktioniert. Wahrscheinlich. Wir haben zwar keinen Kegel umgestoßen. Ach du Scheiße, nochmal? Nee. Jetzt bin ich doch schon da, wo ich hin will, oder? Hä, du kannst jetzt hier weiter. Okay. Oh, hier kann ich was scannen. Guck mal da an der Seite. Das ist praktisch. Ah, da geht das Schutzschild weg. Ah. Genau. So. Jetzt hast du dir deinen kleinen, gemeinen Shortcut gemacht. Yeah. Das ist natürlich immer positiv, wenn der Shortcut direkt daneben ist. Wasserschutzbeckens, bla bla bla. Okay, hier müssen wir wieder irgendwo Bomben machen, damit das Wasser rausgeht. Nee, warte also mal. Für mich hat sich jetzt so angehört, der Abfluss ist verstopft. Ja. Da muss ich wahrscheinlich. Reicht eine Morphball-Bombe? Ich weiß nicht. Wow! Alter!
glaube, da kommst du nicht drum herum, da musst du wohl runter. Ja. Nicht, dass du eingezogen wirst, ne? Ich doch nicht. So. Okay, jetzt müssen wir halt da hoch, ne? Ja. Nochmal. Wie nochmal? Einmal reicht doch. Ne, jetzt musst du nochmal von vorne anfangen. Achso. Ja, ich wollte das Vier killen. Auch wenn es nicht so aussah, ich wollte es umbringen. Ich wollte es tot sehen. Nochmal. Ah, ne, doch nicht. Okay. Wir sind Profis. Okay, Profi. What? Einfach hinter einer Raketentür? Ja. Was ist denn los mit euch? Icebeam. Icebeam. Für unterschiedliche Tonlagen, sehr schön. Ja. Ich hätte gerne Schoko. Und Schoko du? Vanille. Du willst Vanille? Nein, ich will Schoko. Oder Vanille. Oder Schoko-Vanille. Oder beides. Dabei. LOL! Okay, jetzt haben wir den Icebeam. Kackbeam, sage ich dazu gerne. So Kackbeam? Ja, weil der so langsam ist. Ja, das stimmt allerdings. Der ist ziemlich träge. Im Vergleich zu den anderen Beams. Träge. Mach die Tür auf. Oh! Was ist das? Ein Weg. Müssen wir da lang? Komme ich dann auch wieder zurück? Bestimmt. Das ist immer die Frage. Weißt du, immer wenn du durch eine Scheiße. Das sehen wir in der nächsten Folge, nee. Nein! Das ist ja eine kurze Folge, ey. 6 Minuten. Neuer Rekord. Irgendwie muss man ja klein anfangen mit Rekorden, habe ich recht. Ich weiß nicht, okay. Ah! Wo geht denn der Weg dann dahin? Östliche Teile, Tal und Oberwelt. Aber hier wollen wir noch gar nicht hin. So gesehen unser Next Stop, wenn du mich fragst. Ja, aber ich würde gerne noch hier durch diese Eisbeam-Tür. Ja, geht doch da durch. Okay. Das, darf ich das trotzdem noch? Ja, es sei dir Was sagst du? Es sei dir erlaubt, aber es gibt kein Abendessen. Ja, dafür sehe ich schon zu spät. Dann gibt's kein Mitternachtsessen. Nee, der Mäus hätte, ne? Ich will dich gerade bestrafen und so kommst du mir entgegen? Frühstück! Ah, guck mal, jetzt sind die Worte. Zum Kotzen. Wo geht der weg? Südlicher Teil der. Hä? Welchen nehmen wir jetzt? Ich glaube den hier, oder? Ich kann mich, glaube ich, allmählich daran erinnern. Also, ich glaube, ein Weg, der bringt dir noch nicht sehr viel. Andere dafür umso mehr. Wow. Das sind zwei Wege zu den Tal und Überwelt. Hey, wir haben zwei Wege. Der eine bringt dir nichts, aber der andere ganz doll. Das bringt mich jetzt noch nicht weiter. Deswegen musst du auch ausprobieren. Ja, aber ich meine, das war eine lustige Aussage. Nein, hey, ja, das ist so, Crap, du hast zwei Wege von dir. Der linke könnte der falsche sein und der rechte auch. Ja. Tal und Überwelt. Hallo. Nee, ich finde das so geil. Also hier steht's ja immer nur da, gell? Aber ja. Ganz am Ende sagt der Typ das auf Englisch. Bei dem letzten Fahrstuhl. Weißt du? Ja, da sagt er, ich weiß jetzt nicht, was Einschlagskrater heißt, aber das sagt er. Und wenn du zurückfährst mit dem Fahrstuhl, sagt er Talon Overworld. Okay. Ja. Sicher? Ja! Okay. Huch. Das war geplant. Ja, Icebeam, Feuer, Feuer. Oh Gott. Das ist Eisbrand, das tut noch mehr weh. Also ich glaube, hier sind wir richtig. Oh Gott, das war die Raketen, ey. Was mich da so sicher macht. hier ist eine Railgun. Dings. Okay. Das ist schon tot. Ja, das ist schon verbrannt. Mit Eisbeam. Ja. Hä? Hier ist nix. Was auch immer. Sieht aus wie eine Frucht, die aber explodieren kann. Ach, guck mal, ich kann von hier weiter. Okay. Genau.
So, dann drücken wir einfach mal nach vorne. Lassen irgendwann los. Drücken weiter nach vorne. Lassen los. Und weiter. Warum er da jetzt kurz hängen geblieben ist, ist schon nicht. Wir fahren einfach weiter. Alles cool. Bullshit. Endstation. Icebeam. Es sieht für mich doch relativ richtig aus, wo wir hier sind. Scheiße. Ach ja. Indizium. Powerbombe. Ach, Bullshit. Sind wir hier doch nicht richtig. Okay. Ja, auch der Weg da unten, der führt ja auch gerade ins Nichts. Ach, hier gibt's... Da gibt's noch eine Tür. Ja, an sich schon, aber du kommst nicht vorbei. Ah, ich seh schon. Verstehst du, was ich meine? Quasi hinter Gittern. Genau, der Frau... Ja, so ungefähr. Muss jetzt nicht unbedingt eine Frau sein, aber... Nee, es gab so eine Serie, eine deutsche Serie, das ging so. Ach so? Ja. Weiß ich natürlich als, schon... Deutscher Fernsehzuschauer. Richtig, der seit, keine Ahnung, wie lange kein Fernsehen mehr geguckt hat. Du hast noch Fernsehen, ne? Jetzt nicht. Ich hätte das Kabel eigentlich so weit, und es war letztens sogar so ein Techniker, weil jetzt ja der Anbieter vom Fernseher sich geändert hat. Ja. Aber das habe ich nicht angeschlossen. Okay. Ja, ich könnte theoretisch könnte ich Fernsehen gucken, aber ich gucke eh keinen Fernsehen. Ich eigentlich auch nicht. Ja, weil da kommt ja eh nur noch Gülle. Ach komm, ich speichere nochmal, warum nicht? Ich weiß nicht, ich nehme immer gerne Speicherpunkte mit. Ich weiß nicht warum. Auch wenn ich. Wir hätten eigentlich so ein bisschen Ingame-Time wegnehmen können, den wir einfach neu geladen hätten. Ein Problem an Fernseher ist quasi so ein ähnlicher Problem wie Streams. Streams? Ach, da kommt eh nicht das, was dir gefällt, oder was? Nee. Könnte man sagen, nein. Wow. Hä? Ja, die Sache ist die, du richtest dich nach jemandem, der zu einer gewissen Zeit irgendwas machen will. Ach so. Du willst lieber selber zum Beispiel bei Netflix deinen Scheiß gucken, wann du das ich möchtest. Ich will schauen, wann ich Zeit habe. Und vor allen Dingen, was du willst. Ja, die Sache ist die, wenn der jetzt anfängt, hey, ich will, schlag mich tot, Donnerstag um 8, Stream machen, geht 4 Stunden lang, kommt 3 Meter weit, denke ich mir, okay, ich habe aber nicht so viel Zeit und ich komme auch erst um 9 Uhr erst rein, wenn dann verpasse ich ja schon eine Stunde. Und außerdem bist du eh scheiße. Außerdem ist, also... Nee, also nicht... Ja, nee, das Problem bei den meisten Streamern ist, aber das ist ja an sich das autonome Benehmen, einfach, dass die immer schauen müssen, was die Leute schreiben. Ich hasse das, die sollen spielen und nicht andauernd abgelenkt sein. Auch. Ja, aber ein bisschen Chat-Interaktion ist schon okay. Ein bisschen? Der guckt alle 2 Minuten rein. Das ist jetzt so ein bisschen? Wenn ich streame, gucke ich auch ständig den Chat, aber ich spiele halt nebenbei weiter. Weißt du, wie ich meine? Ja klar, du spielst weiter, aber du schaust dann aber trotzdem dann wieder nach kurzer Zeit rein, einfach weiterzugehen. Ich geh weiter, ich mach das nebenbei. Lol. Der hängt in der Luft. Den hättest du jetzt sprengen können. Hat er doch. Ja, aber mit Raketen meinte ich. Achso. Ja. Jetzt sind wir ja wirklich hier. Ja, jetzt gehst du. Sneak! Cool. Hä? Geil. Der war doch schon auf dem Boden. Ja, jetzt ist er noch mehr auf dem Boden. Das ist ja hier das Raumschiff von Beginn an, ne? Die Fregatte. Na. Ey, Schnauze. Alter, das war ein normaler Schuss. Für Opfer, Alter. Also kriegt man doch hier drinnen den Barrier Suit. Ja, Quatsch, den Gravity Suit. Warum verwechsel ich die Scheiße immer? Weil ich keine Ahnung hab. Genau! Was? Ach so! Ja, nee, jetzt macht alles Sinn. Ich hänge hier gerade fest. Jetzt geht's weiter. Haben Sie auch keine Ahnung? Dann sind Sie hier genau richtig.
Mir kommt das so unsicher vor. Unsicher? Das ist jetzt wirklich schon der Weg hier. Ist doch, doch, doch. Glaub mir. Wird ja gern. Wir sind hier richtig. Alles wird gut. Alles wird verdammt gut. Verdammt, du willst was. Oh lol, ein Schuss reicht, um die einzufrieren. Easy. Ja. Oh. Muss er an Raketen. Nochmal. Alter, die sind viel zu stark. Nee, der Eisbeam ist einfach nicht. Macht nicht wirklich Schaden an denen. Okay. Die Tür öffnet sich demnächst. Nicht. Ah. Das war ein Hinweis. Ein Hinweis, ein Hinweis. Das war der da, gell? Nee. Der da. Jetzt spielen wir also blau und schlau. Blau und schlau. Das war nicht alles. Was? Oder? Doch. Doch, doch. War nur eine, Dings. Das sind Viecher, oder? Ah, es sind Krabben des Todes. Krabben des Todes. Ich hab kein Geld. Nee, du bist eine Kopfgeldjägerin. Auf dir ist bestimmt auch Kopfgeld. Ich glaub, Geld. Ich glaub. Kommen wir mal zu einem umstrittenen Thema. Was hältst du von Metroid Prime Hunters? Oh, die Musik ist super. Die ist auch geil, ja. Metroid Prime Hunters. Für den DS. Neben der Tatsache, dass ich das nie durchgespielt habe. Das ärgert mich bis heute noch. Ich musste hier runter, habe ich recht? Tatsächlich, ja. Ach, das ist ja wirklich die Stelle hier. Ich bin runtergefallen. Was machst du jetzt? Wohin? Wo du was findest. Wow. Muss mal gucken. Hunters. Naja, die Sache ist die, also das am meiststörendste für mich war eigentlich das Gameplay, also eher die Steuerung. Sie ist einfach nicht vernünftig umgesetzt worden. Das war der 3D, ach Quatsch, der normale DS, ne? Das ist meine... Ja. Ja gut, da haben sie doch bei Fusion zum Beispiel eine bessere Steuerung gehabt. Die Steuerung war eigentlich sehr... Richtig. Du musst aber so sehen, bei Fusion hattest du nicht die Ego-Perspektive. Ja, stimmt. Die wollten ja auf den kleinen Bildschirm der SD. Oh Gott, ja, ich sehe ja, ich seh das Problem. Ich sehe das Problem. Ich meine, an sich waren ja die. Hey, warte mal, Frankenweisen ja interessant. Womit hat man denn da dann sich umgeschaut? Das konntest du dich entscheiden. Entweder du hast mit dem Touchpad interagiert, somit musstest du deinen Stift immer jeweils in die jeweilige Richtung drehen. Ja. Oder du hast das wirklich nur über Tasten gemacht, dann hattest du zum Beispiel, wie ich es dann gemacht habe, Steuerkreuz ist Bewegen von Samus und die A, B, X und Y-Tasten sind halt die Ausrichtungen, in die sie dich dann mit ihrem Kopf quasi dreht. Oder? Okay, da komme ich noch nicht hoch, gell? Das schaffst du nicht. Ich weiß nicht, ob du das schaffst. Nee. Jetsup. Der Wasserräuber. Jetsup. Der Wasserräuber, das sind. Willst du oder ich? Unter Wasserräuber, dessen Skeletthälften elektrisch miteinander verbunden sind. Das Gehirn, das Jelsubs, befindet sich in der oberen Körperhälfte. Herz- und Verdauungstrakt hingegen beanspruchen den unteren Teil. Obwohl die beiden Hälften auf rätselhafte Weise nur durch elektrische Spannungsfelder miteinander verbunden sind, bilden sie einen perfekten funktionierenden Organismus. Dieser Effekt, tiefe Anatomie, beschert den Jelsup einen Platz an der Spitze der Nahrungskette in den Gewässern von Talon 4. Weißt du, das finde ich geil immer bei diesen verschiedenen Arten von Spielen, wo es mehrere Teile auch gibt. Diese Viecher, die sie sich ausdenken. Ja? Und hier haben sie sich ja richtig Gedanken gemacht damit. Ja, man guckt, das ist an. Halt quasi könnte so eine... wirklich existieren? Das ist halt... Ups. Ja, das ist halt so eine Science-Fiction-Geschichte. Das finde ich super. Jetzt muss ich das mit dem Wavebeam abschießen, gell? Nee, erst wenn es den Mund aufmacht. Ach so. Weil das ist ja die schädliche... beziehungsweise die nein, Schwachstelle. Nein.
Das zieht mich immer ran. Richtig. Jetzt bin ich wieder unten. Der hat einen so. Und das ist halt, ja, das Besondere. Die Schwachstelle ist eigentlich das, womit das ich eigentlich am Leben. Ja, aber wie komme ich denn an dem vorbei, wenn er mich runterzieht? Der zieht mich voll runter, Alter. Du musst halt irgendwie ihn erwischen. Ja, aber wie? Ich meine, wenn ich. Ja. Soll ich es aufladen oder was? Ich dachte eben, weil ich erst einen aufgeladenen Schuss gemacht hatte, dass der mich nur ranzieht, wenn ich auflade, aber das ist ja nicht so. Nein. Das hat nicht geklappt. Okay. Dann versuch's doch mal mit einer Missile, weil er besteht ja aus Spannung. Ja, ich dachte, deswegen kann ich ihn vielleicht mit noch mehr Spannung zerwichsen, aber. Vielleicht ist es ja so seine Art Futter. Meine lebende Kreaturen haben ja auch gewisserweise Elektrizität. Wow. Elektroden. Ja, nicht so in der Richtung, aber auch so Mensch. Halt, alles was wir bewegen, ist durch elektrische Eingaben quasi vom Gehirn. Das ist aber kein Strom. Sondern? Ne, ich weiß nicht, oder? Fließt Strom durch unseren Kopf? An sich ja. Zu der Art, kann man sagen. Das funktioniert auch nicht. Dann. Was? What? Aber er zieht mich gerade wenigstens nicht. Ist das ein Einfluss? Hä? Das soll er nimmt doch nochmal Strom. Das schnippt auch weg. What? Hä? Das ist jetzt ein schlechter Scherz. Eigentlich muss das viel tötbar sein. Ja, eigentlich schon. Ach so. Ich habe seine Unterhälfte getroffen. Aua. Was soll denn das hier? Ja, die Tentakeln. Die Hentai-Tentakeln hier wieder voll am Start. Ja. Oh, Nietzschean. Amino! Hätten wir auch ein bisschen. Ich glaube, dieses Thema sollten wir jetzt nicht ansprechen. Ja, hätten wir auch ein bisschen Fanservice gehabt. Es wird eine Extended Version Folge. Das Lustige ist, bei einem, den ich mir mal anschaue, der hat ein Logo quasi gezeigt in dieser Richtung. Und jeder in den Kommentaren hat es gewusst, was es war. Wie jetzt? Ich will hier keine Werbung machen, deswegen will ich es. Okay. Okay. Aber es ist ein Logo in diese Richtung. Das ist und irgendwie Fisch. Jeder hat es gewusst. Das, ja. Na super. Muss ich überhaupt wieder ganz hoch? Nein, doch. Ja, ich habe gewonnen. Ich meine, weiß schon. Ich weiß nicht, ob du ganz hoch musst, man aber wo halt musst du auf jeden Fall hin. Du brauchst ja erstmal den Gravity Suit. Ja, der müsste ja hier rumkollern irgendwo. Ich bin halt. Na, was ist denn da unten das für eine Tür? Wo ist denn die Tür? Da ist so eine Tür. Da ist so eine Tür. Ach, die da. Weil es scheint ja auch keine andere Tür zu sein. Oh, warte mal, da bin ich doch schon dran vorbei, oder? Ja. Du bist ja da drüben so. Mehrmals. Nee, nicht mehrmals. Die Fische haben mich ja runtergeschubst. Deswegen muss ich ja immer wieder von unten los. Das müsste ja da sein. Da. Ah, guck mal, da dachte ich von da drüben, dass ich nicht hochkomme, aber da musste ich von da oben springen. Okay. Ich glaube, hier fehlt auch Energie. Oh nein, bitte sag mir jetzt nicht, ich muss den ganzen Raum aktivieren. Die werden wahrscheinlich irgendwo sein, aber. Hier ist gar nichts. Ja, aber rechts sind doch hier diese leuchtenden Dinger. Diese Knuppel. Oh nein, diese Tür wird nicht mit Energie versorgt. Oh, warte. 4 nagelige Schaltkreise müssen jeweils eine Induktion erhalten, um Stromversorgung wiederherzustellen. Dazu würde sich ein starker Beschuss mit elektrischer Energie eignen. Ach, wie schön.
Die Schaltkreise geben ein ist das nicht Wärmemuster toll? Ab, das im normalen Spektrum nicht sichtbar ist. Beruhigt. Und da habe ich doch schon eine gesehen. Was? Wo? Das ist so ein Energieding, was du anballern musst. Da? Ja, du musst bloß noch die Vorderansicht dahin erreichen. Okay, Nummer 1. Das machen wir alles von hier aus, ey. Wenn du meinst, dass das funktioniert. Sicherlich. Da ist noch einer? Ja, da. Hier gleich vorne, ne? Du triffst dich. Ich treffe alles, wenn ich will. So. Oh, sorry. Dann, ich glaube. Das ist ein Fische. Weiter oben, ne? Nochmal. Oh, oh. Das ist ungünstig. Jetzt kommt die Wahrheit raus. Nein. Müssen wir tatsächlich diesen Weg gehen? Yes. Okay, einer noch. In Ventran? Scheiße. Wir sind falsch. Alter. Warum? Ich bin doch hier reingekommen. Läuft doch ganz gut gerade. Nicht? Ja, die Frage ist, kommt, wird das auch auf Dauer was? Das, ich glaube, ich hätte wirklich noch nicht da drauf springen können, wo ich gerade stehe. Wenn die Entwickler nachgedacht hätten. Ja gut, dann suche ich hier doch den letzten Schaltkreis und gehe dann erstmal zurück. Na, was bleibt denn anderes übrig, ne? Pilgern wir in die Fendrana-Wüste, ist ja kein Problem. Ich noch gar nicht fertig wegen Metroid Prime Hunters. Nee, ja, Metroid ja. Hunters heißt das ja nur. Na, echt? Während du hier am Suchen bist. Ja, die Sache war halt die, dass ich kam ja dann einfach nicht mehr weiter, weil ich einen Bosskampf nicht geschafft habe. Das ist halt die Sache, das Spiel hatte ja an sich nur zwei verschiedene Bosskämpfe und dann halt den Endbosskampf. Das eine war dieser immer hässlich wiederkehrende, mit ein bisschen extra dazu. Das andere kann ich mich nicht mehr erinnern, hat mich aber auch genervt. Ja, da gab es auch rote und blaue und der Steintyp. Ja, man musste halt immer diese Viecher töten, danach hat man so einen Kristall bekommen. Und dann ist man dann von der Stelle geflohen wieder aufs Raumschiff, weil sonst ist irgendwas in die Luft gegangen. Hm. Währenddessen immer so schöne Nachricht bekommen, oh nein, das wird unser Ende sein, hör auf mit der Scheiße, Samus. Aber naja, hey. Okay, vielleicht ist es doch da unten. Da unten ist er, ja. Treff ich von hier aus gar nicht. Ja komm, scheiß drauf. Es war auch zwar cool, dass du dann so wirklich einen Kopfbedecker hattest, die auch auf dich Jagd gemacht hatten. Hm. Aber sonst hätte mal relativ stark wiederholt. Wir gehen jetzt trotzdem mal da lang, gell? Hm. Oder? Wir gucken jetzt, ob wir da weiterkommen. Das wäre sick. Das Geile war ja, du konntest ja auch dann ihre Waffen, glaube ich, nehmen. War das so? Ich glaube, das war doch wie hier mit den Beams, oder? Ja, du konntest dann auf jeden Fall. Du hattest dann auf jeden Fall verschiedene Arten von Waffen, die aber so waren wie die von den anderen Kopfgeldjägern. Okay. Ich kann mich da zumindest, oder? Nee, Quatsch, das waren doch normale. Ich fand den Multiplayer cool. Hab ich nie wirklich gespielt. Konnte ich nicht damals. Warum nicht? Keine Verbindung ordentlich gehabt. Wie Verbindung? Ich hatte damals ein Boot. Alter, wir haben das zusammen online zusammengespielt. Ja. Über diese Verbindung. Du auf der einen Seite der Klasse, des Klassenzimmers, ja. Ich auf der anderen Seite. Genau. Die weiteste Verbindung, die ich je hatte. Ja. Aber wir haben das gemacht. Super. Ja. Jetzt sitzt du dabei, oder? Okay. Primäre Türsteuerung ausgefallen, ausweichen auf Zusatzsteuerung erforderlich. Ich glaube, der ganze Ort hier wäre wesentlich angenehmer, wenn du den Gravity Suit hättest. Ja, aber ich komme weiter. Oh mein Gott, wir können hier speichern. Ich frage mich, ob das so lange noch so gut geht, weil ich glaube, ich kann mich an etwas erinnern. Und der ist sind sehr wichtig. Naja, irgendwas ist es, gell? Ja, Michael, dreh mal jetzt um. Ist kein Problem. Ich meine, die Türen habe ich gerade sowieso noch nicht gesehen. So, da die Tür kriegt man jetzt nicht an, obwohl. Ja, du müsstest wahrscheinlich wieder. Ja. Bitte? Wir können ja gucken, Mann. Wie weit wir kommen. Mach. Schieß drauf. Ah, nee.
Oh, ich erinnere mich noch hier an das. Da komme ich jetzt nicht hoch. Ja. Yep. Ab hier geht's nicht weiter. Unangenehm. Egal. Haben wir es schon mal gesehen. Wir wissen, wo es lang geht als nächstes. Das ist doch cool. Es war auf jeden Fall klar, dass wir irgendwann in dieser Situation sind, dass wir da lang. Dass wir da lang? Dass wir da lang müssen. Nein, die Fische sind wieder da. Alles wegen deiner Neugierde. Alles wegen deiner Neugierde. Och man. Scheiße. An den komme ich jetzt auch nicht einfach vorbei, gell? Schwer. Zum Glück ist das eine lange Folge. Oh. Ha? Das ist eine lange Folge, ja? Ich habe doch gesagt, Extended Version, wir waren doppelt so lang. Wir sind eh schon bei 30 Minuten. Ach, wieso machst du die länger? Weil wir hier unten sind und ich will hier wieder rauskommen. Also hast du das so kurz darum so entschlossen? Ja, vor ungefähr 10 Minuten habe ich das schon gesagt. Ach so? Ja. Leute, dies ist eine etwas längere Version, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Doch, doch, die haben das schon mitgekriegt. Ich habe es nicht mitbekommen. Aber ich bin der Autonormalbrauer-Zuschauer. Unsere Zuschauer sind aber schlau. Siehst du? Ich pass zu denen. Was? Hey, du Fisch, fick dich. Oh mein Gott. Oh ja, ich lebe noch. Okay, cool. Oh, du bist auch da. Wir sind noch oben. Alles safe, alles safe. Wie komme ich hier wieder raus? Okay, jetzt ganz ruhig und langsam, damit wir ja nicht wieder runterfallen. Oh, die Musik ist echt schön. Ist sie. Oh nein. Der Fisch könnte alles verderben. Hallo, ich bin ein Untergang. Jetzt war mein Brötchen. Lass mich in Ruhe, du Kackfisch. Okay. Oh Gott. Okay. Stell dir vor, du willst jetzt runterfallen. Ja, ja, das war ja der Anfang. Hier oben bin ich gewesen, dann hat der Fisch mich zum Runterfallen gebracht. Hm. Ich wollte da nicht runter. Ich wusste, dass wir hier nicht hin müssen. Genau. Bla 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 bla. Oh mein Gott, böse Fische. Kann man die Fische scannen? Nein. Die sind blaue Fische, die leben meist unter Wasser. Auf Tal und Fiel. Auf Tal und Fiel. So, also auf in die Eiswüste von Fembrana. Okay, cool. Was zum Fick? Was ist das für eine Tür gewesen, bitte? Just a prank! Ja. Ich mag das Wasser nicht. Vielleicht mag es dich auch nicht. Dessen bin ich mir bewusst. Sonst würde es mir ja nicht auf den Sack gehen. Aber, wenn wir hier gleich wiederkommen, dann ist das Wasser gar nicht mehr so schlimm. Dann, dann ist es sogar positiv, weil wir dann einfach noch höher springen können. Ja. 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 Ice Beam. Ja, du meinst den Metal Beam. Oder? Also der Metal Beam. Ja, die Hand hier. Ach so. Ja. Was ist das andere? Spock Beam? Nee, einfach nur winken, oder? Oder meinst du jetzt. Power. Power. Ja, das wird wohl Spock sein. Dann, ja. Was ist denn, was für eine Form hatte der letzte denn nochmal? Wie bitte? Was für eine Form hatte der letzte denn nochmal? Ich hab keine Ahnung, Alter. Das sehen wir dann, wenn wir einen haben. Wird wahrscheinlich nur eine Faust sein ich oder will so. Ich will nicht haben. Nee? Das ist noch ein bisschen nett zu dem. Der ist dauert ewig, ey. Der schönste Fall. Ja, der beste. Ich lauf da nur noch mit dem Ding rum, ey. Naja, ist halt, du musst halt einen anderen Beam nehmen für die Tür. Ja, wow. Nimm mal halt mal den einen anderen für die Tür. So, Fendrana Eisschucht hab ich gehört. Ja, aber erstmal. Speichern. Okay. Wie kommen wir denn da hin? Zu Fuß. Ja, wo müssen wir überhaupt da genau hin? Gehe ich da jetzt denselben Weg wie immer? Ja, gibt's denn hier auf der Tal und Oberwelt? Ah, warte mal. Oh, ich weiß genau, wo wir hin müssen.
Da, ach, ja. Da, wo die Tür zu war, die können wir jetzt natürlich aufmachen mit dem Gelumpe, oder? Du, ich habe keine Ahnung gerade. Ja, da, wo wir hin waren. Ja? Da wartet diese eine zu, das Gitter. Hinter, bei der Maske was? War das Ding, wo ich, weiß schon, bei der Statue, wo der Schnabel zugefroren ist. Nein. Doch, da muss ich hin. Oder? Da ist eine Tür. Und die Tür kann die Tür kann ich jetzt bestimmt meinen Energiescheiß da aufmachen. Versuch's mal. Denkst du, das ist das, oder sagst du jetzt einfach, versuch's mal, wenn du nicht weißt, wovon ich rede? Doch, du meinst, den Raum wurde in drei verschiedenen Möglichkeiten. Nee. Den meine ich nicht. Nee. Ich rede von dem Raum, der in der Eiswüste ist. Ach, den. Oder? Was soll das sein sonst? Da ist eine Tür gewesen, die verschlossen, ne? Also keine Tür, das war ein Gitter. Ja, gut, ja. Und ich denke mir, vielleicht kann ich das jetzt aufmachen mit dem Energieding. Ja. Weil das Ziel ist ja, ist ja nicht in Talon oder Chozo, sondern in Kentrana. Und deswegen denke ich mir, das ist vielleicht die Tür. Beweisaufnahme abgeschlossen. Yeah. Mach einfach mal. Außerdem kenne ich den Weg dahin. Also, das ist, glaube ich, das Einzige. Es gibt viele. Das ist der falsche Weg. Ich will da lang. Den Weg kenne ich. La 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 la. Was? Was ist los? Ich hasse dieses Gebiet. Nicht. Das ist mein Hassgebiet. Ever. Das Schlimmste, es gibt. Die Musik ist cool. Aber das Gebiet an sich ist komplett beschissen, Alter. Oh. Okay, ranken wir die Plätze. Was? Von den Gebieten? Jetzt will er es aber wissen. Ja, was, so unsere Top-Sachen hier. Okay. Die Gebiete. Eiswüste von Fedrana. Das ist der Top. Das zweite, würde ich sagen. Das erste wäre. Ich mag die Talon-Oberwelt. Das ist unkomplizierter. Ja, und die Musik, das ist gut. Da war ein Geräusch okay. Wieder, Alter. Hörst du das? Hier? Ja, irgendeine mechanische Bewegung. Na, das ist hier, das ist irgendwo eine Plattform. Wahrscheinlich, aber du siehst halt noch. Das ist richtig. So. Also ich muss halt so sagen, wie es ist, ich bevorzuge eben die Magmo-Cover. Warum? Ja, das war wahrscheinlich so damals der Grund, als ich dann wirklich mal hier in dem Gebiet mal wirklich loslegen konnte, es zu erkunden. Hm. Weil das ist alles so wunderschön genial. Musst halt gucken, Herr Vorsicht, der Boden ist Lava. Oh nein! Das hat schon gefällt. Und dann, ja, okay, was am nervigsten ist, ist eigentlich selbst erklärend. Lava. Ja. Nein. Jetzt an Gebieten, mein. Was mich jetzt zum Beispiel auch immer sehr viel genervt hat, war eben die Oberwelt zum einen, aber sie ist jetzt nicht einer der schlimmsten, sondern eher so ein Mittelding. Was, die Talon-Oberwelt hat dich genervt? Ja, wegen dem Wassersituation, wo ich noch ohne Gravity herumgerannt bin. Ach so. Und es gibt dir halt viele Wege an, aber du kannst vieles davon noch nicht erreichen. Ja, weil es das Schlüsselgebiet ist. Wir sind da nur Bruch gelandet, wir hätten auch woanders landen können. Ja, aber wir sind halt da gelandet. Ich will aber nicht da landen. Das Spiel scheint egal zu sein, was du willst. Da hinten, das können wir jetzt holen. Ah, siehst du das? Was? Da oben, auf der Spitze. Was ist auf der Spitze? Links. Etwas links. Da? Da. Was ist das? Das ist eine Rakete. Missile-Container. LOL. Das ist das. Achso. Na gut, dann gehen wir jetzt mal kurz hin. Ich meine nämlich, wir können das Ding hier wegbomben, gell? Ja, das geht. Passt zu den Raketen. Guck mal. Okay, jetzt hast du irgendwas aktiviert. Ah. Ja.
Ach, die geile Musik wieder. Spider-Rail? Was auch eine geile Musik hat, war das zweite Gebiet in Prime 2. Sagt mir jetzt noch nichts, das sehen wir ja später. Richtig. Ja, also von, ich habe davon keine Ahnung gerade. Und etwas gewöhnungsbedürftig ist das vom dritten Gebiet. Aber das kriegt man ja noch alles mit. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie die Orte zu 100% heißen. Okay. Das zweite war auf jeden Fall sowas wie eine Art Sumpf. Sumpf von Torvus. Ja. Schreckliches Gebiet. Na, so schnell habe ich mich das nicht in Erinnerung. Ich weiß es nicht, ich habe es halt nur einmal gemacht. Die Festung war unangenehm. Alter, wollen die mich verarschen? Ja. Hallo, ich bin wieder hier. Ja. Er hat leider nicht nochmal ein Beam für mich, also kann er da bleiben, wo er ist. Wo will ich denn jetzt hin? Da. Wow. Was, ey, Junge. Hat sich so. Hat sich so ganz geklappt. Nee, der hat mich, der hat aufgetreten und dadurch bin ich hochgesprungen, ohne dass ich es wollte. Hier, siehst du? Der, wenn der läuft, der ist so fett, der... Halt die Schnauze jetzt! Weißt du, wie ich es meine? Mhm. Ich wollte nicht springen. Hier, der macht das automatisch. Ach. Au. Hat er verdient, gebe ich zu. Mittlerweile bin ich mir unsicher, wo ich überhaupt hin will. Ob ich hier richtig bin. Wie geht's zum Speicherstation? Du wolltest doch jetzt zu diesem einen Ort. Oder? Ja, aber war der hier? Das ist gerade die Frage. Ich weiß gerade nicht, wie der. Ob ich vielleicht die andere Tür. Ich glaube, ich hätte die andere Tür nehmen müssen. Was ist hier? Nein. Nein. Das ist die Weltraumpiraten-Scheiße. Von hier komme ich, gell? Nee. Kantinebereich? Achso, da war dieser. Dings? Ja, war der große. Ich glaube, hier war das. Nee, war es nicht. Hä? Ich bin dumm. Irgendwo war noch eine Tür, die noch nicht offen war. Aber wo war das? Ich glaube, es ist sogar der Welt. Ach, der Welt. Da. Glaube ich. Ja, es war da. Also sind wir schon vorbei? Ja. Also ja. Ach, da war was hast du getan? Was hast du getan? Nicht viel, ne? Ey, das ist viel. Ja. Das kommt auf einmal so an. Was ein Schuss. So. Das heißt, ich muss... Da lang. Jetzt, ich bin mir gerade so unsicher. Was gerade hier für Kunst. Hast du echt gerade gemerkt, dass deine Schlüssel irgendwie leicht da oben gegangen ja, sind? Ja, als er gesungen hätte. Ja. Was ist jetzt da? Ja gut, das große Vieh saugt ja die Schlüssel davon auf. Hm. Nee, bin ich falsch. Ich finde das schon noch, keine Sorge. Das ist so okay. typisch Metal Crime, Alter. Ja gut, zugegeben, die Karte ist vergleichsweise zum Beispiel zu einem 2D-Plattformer gar nicht so ideal. Ja, stimmt. Denn, du musst ja auch mal so sehen, das haben sie aber auch erst im dritten Teil zum Beispiel auch auf die Kette bekommen, dass wenn du jetzt zum Beispiel in einen Ort warst, wo jetzt ein Item war, wo du jetzt noch nicht hinkamst, kannst es nicht irgendwie markieren oder sonstiges, dass du dir halt merkst, dass es da noch was ist zu entdecken. Ach so. Und in zum Beispiel in Fusion hast du es aber schon gesehen, dass da... Ja, stimmt, da war da noch so ein Punkt, ne? Richtig. Und das gab zum Beispiel erst im dritten Teil, dass du da wirklich gesehen hast, hey, da ist Night noch. Ach so, das ist so im dritten Teil. Ja, bloß du, das war halt ein bisschen anders. Du musstest
Du musstest quasi so eine Art Kartengenerator finden und den einschalten. Das konntest du dann aber gleich bei jedem Gebiet so machen. Okay. Ja, so habe ich 100% bekommen. Hier, das war das. Ganz oben. Ja. Geh nochmal zu dem Mr. Stadtturmmann. Genau, sag ich da doch. Da kannst du nämlich was machen. Genau, na, sag ich doch. Darum geht's mir doch die ganze Zeit. Warum bist du da nicht rein? Ja? In die Tür hier? Warum bist du da nicht? Weil ich mich verlaufen hab, Alter. Es liegt ja wohl auf der Hand. Oh, hast du das Upgrade gekauft? Ja. Ne, gut, ich gekauft. Uah. Wie kommt der denn jetzt noch her? Bin mir ein bisschen erschrocken. Hier hinten die Tür. Ja. Die ist ja jetzt sogar offen. Hä? Nee. Wir reden wirklich von dem Ding hier, hä? Ich dachte, die Tür da ist noch zu. So was, ja, kann ich denn machen? Gerade ein bisschen schlecht. Scheint eingefroren zu sein. Können wir das kaputt schießen? Versuch's doch. Geht's oder nicht? Wollte ich jetzt wieder die Ressourcen vom Baller. Das sieht nicht gut aus. Scheint nicht zu gehen. Was scheint vor S zu sein, darin enthaltener Wasser stammt aus dem Mund der Statue. Ja, er braucht bestimmt auch wieder den Dingsbeam, oder nicht? Plasma. Vielleicht, ich weiß es nicht. Was ist der Ende? Das ist einfach nur Licht. Ah, okay. Ja. So, warte mal, dein Ziel ist nochmal wo? Eventuell recht weit weg. Du musst wieder in den Trakt, oder? Von den. Es sieht so danach aus. Ja, da wo du deinen Eisbeam verwenden kannst. Das ist dieser Teleport. Zu den Höhlen von Magmoor. Ach hier. Doch wieder in den Quarantänebereich. Boah, heilige oder Scheiße. Wo komm ich denn da jetzt hin? Wir laufen einfach ein bisschen. Au. Okay, so langsam sollten wir die Folge eigentlich beenden. Wäre vom Vorteil. Wir sind bei fast 50 Minuten. Alter. Verzweiflung in der Eiswüste. Nee. Ist schon da oben lang, ne? Und darüber, genau. Soll ich denn hier speichern oder? Wohl. Könntest du auch hier beenden und ab hier weiterlaufen, ne? Eigentlich ja. Okay. Gucken wir uns die geilen Vögel an. Geile Vögel. Oder auch nicht. Ah! Okay, war eine etwas längere Folge, tut mir sehr leid, aber ich weiß nicht, ich wollte einfach nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören. Ja, du wolltest mal endlich dein Gravity so toll. Ja! Fuck! Ja, hat nichts gebracht. Okay. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen und ja. Ja. Sag du den Rest. Mir fällt nicht ein. Nun, ja. Wir werden uns wahrscheinlich dann den Gravity Suit auf jeden Fall holen. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird. Ja. Und dann können wir endlich am Stück weitermachen, wo wir vorhin noch gescheitert sind. Ärgerlich. Und damit tüdelü. Wiederhol's nochmal. Ja. Los. Auf Wiedersehen. Okay. Tschüss.